Hallo? Leute? Ich sehe nichts. Freunde, ihr müsst liken. Like, damit ich was sehe, Leute. Ach, vielen Dank. Endlich geht's los mit dem heiß ersehntesten Horrorspektakel dieses Jahres. Nach dem großen Klopapierkrieg von 2020 natürlich. Wir haben gelacht. Wir haben geweint. Wir haben gezittert. Und uns sehnsüchtig den 3.4.2020 herbeigewünscht. Und heute ist es endlich soweit. Haus des Geldes Staffel 4. Fahren wir wieder im Zupzahler-Brüller-Sef. Aber jetzt mal Tacheles. Hawal? Gib mir einfach nur Resident Evil 3. So Leute, wir machen jetzt hier auch nicht mehr allzu viel Heckmeck, sondern starten gleich rein. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen bei Resident Evil 3. Mr. Tumor wartet nämlich schon seit einer ganzen Weile sehnsüchtig drauf, mich in seinem Müllsackgewand zum Tanzen zu bitten. Und wir tun ihm natürlich den Gefallen. Let's go. Yeah. Das Intro wurde vor Corona aufgenommen, Alter. Ein stadtweiter Notstand wurde ausgerufen. Das CDC hat den unteren mittleren Westen der USA unter Quarantäne gestellt. Ich glaube, der sammelt Mikrofone. 10 hat er schon. Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Das sind die Grundwerte, die das Fundament von Umbrella. Was für ein geiles Intro, ey. Feier ich richtig, Mann. Es ist dieses Fundament, das uns allen langfristig eine bessere Zukunft bescheren wird. Ja, für eine bessere Zukunft kann schon mal so eine Stadt in der Luft fliegen. Absolut kein Ding, Alter. Oh nee, sie bringen ihn in Schuss. Der wird noch getuned. Bei JP Performance, Alter. Ja, ja, pass mal auf. Wenn die 500 PS V8 Biturbo-Schenkel auf dich zugerannt kommen, Alter. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Boah, ich freue mich auf dieses Spiel, Leute. Ich bin super aufgeregt. Die verladen den mit dem Hubschrauber? Sie sind irgendwie alle komplett lebensmüde in dem Game, oder? Gefällt mir schon das Spiel. Hier bei uns zu Hause. Ich meine, es war ja eigentlich relativ klar, beziehungsweise ich konnte mir schon denken, dass wir nicht dort starten, wo die Demo beginnt. Es sah irgendwie wie eine Sequenz aus, zu der wir erst gelangen müssen. Und zwar mit nichts anderem als entsetzlicher Waffengewalt. Oh, First Person? Hallo? Bist du? Was hast du mit Resident Evil gemacht? Boah, Alter, ich bin auch mega eingezoomt hier. Huh! Seekrankheit, ahoi! Na gut, wo sind wir denn? Boah, sieht das schick aus hier, ne? Und das sieht aus wie eine Falle. Und was tun wir? Was hat uns Meister Obi-Wan gelehrt? Wir werden die Falle aktivieren. Oh, entzückend. Aha, genau das, was ich suchte. Das ist mein Stichwort hier. Achso, der Wasserhahn tropft. Oh nein. Ein Albtraum, ne? Ich meine, Leute, macht euch keine Sorgen. Wir haben nur irgendwie was Falsches gegessen. Ich bin allergisch auf Erdnüsschen oder sowas, keine Ahnung. Oh Gott, Alter. Ja, zu geschminkt und ungeschminkt besteht manchmal ein großer Unterschied. Och nein. Wir können doch draußen auf eine kleine Snackjagd gehen. Das hätte doch nur echt nicht sein müssen, die Sauerei. Wer macht das weg? Oh, Escape Raccoon City. 3 Tage noch. Ja? Wird jede Nacht schlimmer. Oh. Ja, noch 3 Tage. Kann mich diese Stadt mal. Ich glaube, deine Pläne haben sich jetzt grundsätzlich geändert. Aber das wirst du wohl noch herausfinden. Meine Güte. So, immer noch ein First Person, ey. Was ist denn los hier?
Die Lichtschalter sind irgendwie beunruhigend. Umbrella? Fragezeichen? Pharmakonzern, höchster Markenanteil der Branche. Verstärkte Entwicklung von militärischen Waffen unter dem Deckmantel medizinischer Forschung. Ja, die medizinische Forschung kommt nachher direkt auf mich zugestürmt. Dann wisst ihr Bescheid. Läutet die Barbecue-Saison ein, habe ich gehört, und will mir Zahnseide andrehen, wie er aussieht. Zudem geheime Entwicklung lebender Biowaffen. Ah, wir kommen der Sache schon näher. T-Virus-Ausbruch in Arclay-Forschungseinrichtung. Fand noch vor dem Willenszwischenfall statt. Zusammenarbeit mit der Führung von Raccoon City, große Spenden an Bürgermeister Warren, kontrollieren praktisch die Stadt. Aha. Sehr gut. Doch sie haben nicht mit Jill Valentine gerechnet. Sie haben mich zu Hause festgenagelt. Die Typen auf der anderen Straßenseite beobachten mich rund um die Uhr von ihrem Fenster aus. Sind das Irons Männer? Umbrellas? Ich weiß es nicht und es macht doch kaum einen Unterschied. Ich weiß, was sie zu tun versuchen. Sie wollen mich einschüchtern, wollen mich schikanieren, bis ich aufgebe. Und es funktioniert. War was ein Plot-Twist. Ich esse kaum, kriege kaum Schlaf, drehe langsam durch. Fühle mich wie eine lebende Tote. Warte mal, haben wir das geschrieben oder hat das uns wer geschrieben? Aber ich werde sie nicht gewinnen lassen. Ich muss raus aus der Stadt und einen Weg finden, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Sie werden natürlich jemanden schicken, um mich zum Schweigen zu bringen. Einen gigantischen Fleischberg. Wenn du hörst, dass ich ermordet wurde, oder was auch immer, die mit den Leuten wie mir anstellen, musst du unbedingt die Ermittlungen dort aufnehmen, wo ich aufgehört habe. Meine Akten findest du in diesem Umschlag. Ach so. Darin findest du alles, was du wissen musst, solange dieses Päckchen nicht abgefangen wird. Ich werde nachts hier rausgebracht. In 5 Tagen. Wünsch mir Glück. Uch, uch, boah. Zettel über Zettelein, Alter. Mir gibt es her. Brief von einem Kollegen. Yeah, let's go. Until Valentine. Hey, du Ass. Hey, du Ass. Wie schlägst du dich? Ich kann immer noch nicht fassen, dass Iron dich suspendiert hat. Das ist totaler Bullshit. Er sollte dir eine Medaille dafür geben, dass du es im Juli aus dem Höllenloch geschafft hast. Natürlich wirst du da nachforschen und Fragen stellen. Ich hoffe, du bist nicht böse auf mich, dass ich Zurückhaltung übe. Alles so schnell passiert. Die Stars waren der Stolz der Truppe. Wäre der Chef uns so plötzlich auflöst, da war ich mir sicher, ich würde den Job verlieren. Es geht das Gerücht um. Du verlässt Raccoon City? Ja, in 3 Tagen. Willst du mitkommen? Hier ist eh nicht mehr so viel los, habe ich gehört. Beziehungsweise zu viel. Ich habe mir schon gedacht, dass du eine Suspendierung nicht einfach hinnimmst. Versprichst du mir, dass du auf dich aufpasst? Umbrella wird nicht tatenlos zusehen, wenn du versuchst, ihr Geschäft kaputt zu machen. Mach's gut, Jill. Brad Wicker, Stars Alpha Team, Alter. Der wird bald mit Kollega ein Album auf, habe ich gehört. Du musst diesen Brief dem Pizzaboten mitgeben, damit er nicht entdeckt wird. Ich hoffe, du magst die Salami Supreme. Ist von mir und den Jungs, Alter. Salami Supreme, und die verticke ich auf. Wie heißt das? Stock X. Ich bin reich. Das sind die verdammt gruseligsten Lichtschalter ever. Die beunruhigen mich irgendwie. Hey, finde ich ganz komische Vibes hier durch den Äther zwitschern. Oh, keine Tröpfchen? Hey, ich habe keine Erdnüsse gegessen. Wundervoll. Dann mal ins Eingemachte. Hey, du siehst gut aus, junge Frau. Also, wenn du rausgehst, gleich nicht mehr. Aber das weißt du noch nicht. Ich will dich nämlich nicht spoilern. Ach, wow, Alter. Kurz mal noch die Wasserrechnung. Ah, da haben wir Third Person. Hochgetrieben, ja, bevor ich hier rausgehe. Wie kann das sein? Weil ich halt auch einfach keinen Scheiß gebe. Ich bin unterwegs. Ich renne quasi. Mein Shift-Button funktioniert sozusagen. Hallo? Jill, geht's dir gut? Brad, bist du das? Nein. Du bist sofort raus da. Wovon redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären. Du musst da raus. Sofort. Lass mich raten, die Wasserrechnung. Oh, hi. Wollten wir nicht uns im Tanzsaal treffen oder so? Oh Gott, ouch. Das ist ungünstig. Ich korrigiere mich. Der Typ gibt einen Scheiß. Okay, nett. Netter Versuch. Wie unglaublich hoffnungsgebend, nicht wahr? Ja, die Holztür. Die ist es. Die wird ihn sowas von aufhalten. Oh, ein netter Freund. Möchte nur deine Bekanntschaft machen. Hat gehört, du bist Single? Eieieiei. Ja, na klar! Alter, hast du vorher noch vom Proteinriegel abgebissen oder was war da gerade los? Ich kurz einen Bizeps wachsen lassen, wo ich nicht hingeguckt habe, wahrscheinlich. Alright. Entschuldigung, ich habe jetzt hier eigene Probleme. Weißt du, wo ich bin? Ah! Müsste ich antworten. Hat sich soeben erledigt. Passt schon. Ich kann mir das selber zusammenreimen. Ist aber auch schwerfällig, ne?
Hentai-Flashbacks, Leute. Oh no. Alter, diese Arschshots. Was zum Teufel? Oh Mann. Exit ist immer gut. Nix wie raus hier. Ich brauche jetzt eine von diesen grünen Kräutern, falls du die irgendwo rumstehen siehst. Und ja, ihr wisst, welche grünen Kräuter. Oh, warte mal, da geht's runter. Ah! Alter, der wird mich so abfacken. Das ist ein richtiger Nervbolzen, Mann. Nee, der hat die Schnauze voll von seinem alten Job. LKWs ziehen auf DSF gegen deine Mutter, weißt du wie? Da will der nicht mehr, hat immer verloren. Oh, oh, what? No, no, no. Nein, 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 nein. Ich humpel dir von dannen. Wie peinlich ist das bitte? Da hätte es enden können, weißt du? Das hätte das Spiel gewesen sein können. 60 Euro und Jill Valentine vom Fels erschlagen. Aber nee. Wir müssen uns weiter hier durchquälen. Ja, genau. Das hatte ich eben schon gesagt. Aus der Stadt fliehen, Spielziel. Ja, alles klar. Hier drüben. Oh, wo denn? Ja, ach, stimmt hier. Geht's dir gut? 20.30 Uhr vom Späti. Sorry, ich bin vielleicht ein bisschen spät, hatte da leichte Probleme. Zwei letzten Stars, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Oh. Ich bleib nicht hier. Naja, du wirst so nicht überbleiben, aber ich will dich nicht spoilern. Schlimmer wird's. Ich frag mich, wer von uns beiden Stars hier rauskommen will, ne? Ich hab so ein bisschen das Gefühl, ich bin das Sternchen hier. Weiß nicht. Aber eine Katastrophe führt immer zur nächsten. Ach, ich weiß nicht, was du meinst. Nur viel schlimmer. Boah, wie geil das aussieht. Das ist so schick, ne? Oh, na warte mal auf mich. Auch jetzt kann ich plötzlich rennen. Ja, ich habe meinen Mut wieder gefunden. Wir können dann. Wie können so viele Menschen infiziert sein? Brad! Ach, sie fragt, wie können so viele Menschen infiziert sein? Und dann gibt's Brad, Alter. Der auf jeden Fall zu einer dezenten Umarmung angesetzt hat, ja. Brad the Social Distance Smith, oder wie auch immer der heißt. Geil. Oh no. Ach Gott, du hast alles versaut. Ja, das ist jetzt eh alles egal. Er wurde gebissen, ne? Lass uns hier abhauen. Komm, Jill. Du weißt, wie das endet. Oh ja, das weiß ich. Sind wir noch ein Team? Immer. Dann hau ab und versau's nicht wie ich. Alrighty, Brad. You will never be forgotten. Also, nach 5 Minuten vielleicht. Ja, tut es mir das? Tut es mir wirklich leid? Ich hab dir gerade kennengelernt, den Dude. Oh! Sorry. Dürfte ich ihre Pistole haben, Sir? Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. Oh nein. Oh, hi. Was? Pause? Ah, ne, ich wollte schon zielen in der Cutscene. So. Oh, du hast deine Freunde mitgebracht. Oh, Wunderbärchen. Na, dann mal nix wie los, würde ich sagen. Oh! Oh Gott. Und jetzt? Kann ich da drunter durch? Ach, ich bin ja von schlanker Gestalt. Das ist absolut gar kein Thema für mich hier. Oh, hi. Na, hast du auch eine Pistole für mich? Ich frage nicht für einen Freund. Ich spare hier jetzt mal Muni. Oh, auf Dach gehen in dieser Lage? Eine wunderbare Idee. Von Profis empfohlen. Premium Select. Tun Sie nichts Falsches. Oh. Nee, alles klar. Hättest du mich jetzt angerülpst, dann hättest du Löcher im Kopf. Das Parkhaus ist nicht weit. Ich kann sie mitnehmen. Ernsthaft, Dude? Ich meine, jetzt weiß ich, warum die hoch muss. Wegen dem Helikopter. Ey, warte mal. Versteck für dich. Klar, ich stehe drauf mit alten, verrückten Männern in so einem komischen LKW-Kiste rumzuchillen. Habe ich richtig Lust drauf. Oh, zu
Dach des Parkhauses gehen. Oh, mit dem größten Vergnügen. Ah, ja, warte, nicht ohne mich losfliegen. Ich habe ein Ticket. Okay, wo geht's hier längs? Oh, schon erledigt. Nein, aua. Ich weiß, was kommt. Also kannst du mir denken. Ach, ja. Ach. Das war jetzt nicht allzu schwer vorauszusehen. Okay, ein Parkschein bitte. Der liebt einfach seinen Job. Der liebt ihn einfach. Alright. Habe ich irgendwie noch... ich habe noch 2 Kugeln. Ist gut zu wissen. Genau für solche aufdringlichen Kerls hier. Okay. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Warte mal. So, das waren meine Kugeln. Okay. Ui! Ui, 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 ui! Komm schon! Oh nein! Zum Glück habe ich nichts von der Pizza, die da oben noch lag, gegessen, Alter. Sonst hätte ich da nicht mehr durchgepasst. Das wäre jetzt um mich geschehen. Ja, sehr gut. Hm. Boah. Ich wurde in Real Life geblendet, Leute. Meine Augen. Da kommt doch mal runter. Wie soll ich springen oder was? Oh, warte mal, sie sind schon am Start. Ey, ich habe so einen dicken Typen mitgebracht. Wollte den mal kennenlernen. Ach, scheiße. Hätte ich mal mein dummes Maul gehalten. Ich will ja eigentlich nicht der Teufelsadvokat hier sein, aber okay, ich bringe schlechte Kunde. Oh, ja. Yeah. Die schlechte Kunde hat einen Müllsack an. Sorry. Ach, komm. Kannst deine Manieren bloß über Bord werfen. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Fing an, verdammt. Heute ist der Tag der guten Ideen. Komm schon. Jetzt yes! Vollgas! Oh, das hat richtig was gebracht. Wunderbar. Autsch. Bossi, der Gummimensch, ey. Die hat gar keinen Kratzer. Der geht's wunderbar. Sie ist auch einfach zu heftig für mich. Ja, und was jetzt? Okay, die Barbecue-Saison ist eröffnet. Sehr schön. Jetzt noch schön mit Schinken umwickeln und dann kann der Grillspaß losgehen, nicht wahr? Hey, Arschloch! What the fuck? What? Oh nein! der hat gesessen, Alter. Oh, das waren Leichtmetallraketenwerfer. Wer sind Sie? Was machen Sie? Ich bin Carlos. Ich rette dich. Carlos, rette dich, Alter. Mit seinem Streichel so auf dem Kopf. Jill geht da nicht so dicht ran. Er will ja bloß seine Brusttaschen andrehen. Ich glaube, wir sind sicher. Hoffentlich. Wir bringen Überlebende hierher. Hierher? Meine Jungs haben aus einer U-Bahn einen Schutzraum gemacht. Ist sicher. Geht schon. Brauchst du einen Raum? Okay, versteh schon. Gehen wir. Oh Mann, Alter. Ich mag Carlos nicht. Der Idiot hat hier zugemacht. Wir müssen leider einen Umweg nehmen. Oh, warte mal. Hey, was weißt du über die... Fahr doch den Typen da draußen, der rasselt immer gerne durch Mauern. Ich hab sowas noch nie gesehen. Aber das ist kein Zombie. Er weiß, was er will und er hört nicht auf, bis er es kriegt. Gefallen dir solche Männer wie nicht? Du wahrscheinlich. Ja, ich wollte es gerade sagen. Du kannst ihn haben. Typische Resident Evil Humor, Alter. Hör zu, ich verspreche dir, du bist in guten Händen. Oh. Ich gehöre zum Umbrella Biohazard Countermeasure Service. Ah, nebenberuflich Bauchtaschenvertreter, ich verstehe schon. Willst du mich verdammt nochmal verarschen? Ihr seid für das alles verantwortlich. Wow. Wovon redest du da? Hast du dich mal draußen umgeguckt? Traube. Ich gehe zum Schutzraum. Kommst du mit? Ja, nee, ich chill hier. In der U-Bahn. Komm. Da hat mir fast eine runtergehauen. Ey, wenn in jedem deiner seiner Taschen nicht irgendwie... so immer mindestens ein
Duplo oder so ein Kinderriegel drin ist, dann bin ich echt schwer enttäuscht, muss ich sagen. Oh, genau, das ist die Stelle, wo die Demo losgeht, verstehe. Hey, Captain. Diese nette junge Frau braucht Hilfe. Carlos, du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ja, mich nicht. Ich bin UBCS-Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten, isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur, untot. Good one. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Nimm doch mal die Mütze ab, ja. Carlos, das ist unfair. Nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Na, aber gut, dass ich kein Mann bin, nicht wahr? Let's go. Okay. Ich helfe. Ja, kein Ding. Rechnung kommt per Post, aber Michael. Ich bin auf deren Seite. Nicht ihr. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Gerne, Alter. Ich mach das Ding weg. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Oh ja, bitte. Ich weiß, was das ist. Der hat mir seine Nummer gegeben. Ungefragt. Okay. Und was für ein Aufschneider. Du brauchst eine Ausrüstung. Ja, Grundlagen zuerst. Da findest du Vorräte. Ich ziehe auf das große runde Ding auf dem Hals und ziehe dann den Hebel nach hinten. Mehr muss ich nicht wissen. Das war's am Tutorial. Passt schon. Scheiße, die haben ihn ordentlich zugesetzt. Okay. Ich lasse die Boys mal alleine. Die werden's schon richten. Easy peasy. Ich gehe einfach mal davon aus, ich glaube, dass das spielerisch hier eventuell ein bisschen anders sein könnte vielleicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir werden's sehen. Aber ich versuche so viel wie möglich mitzunehmen, natürlich. Dass wir auch ein bisschen einfach so Details und Story-Input kriegen. Die Kannibalenmorde, die ganze Geschichte. Oh, da ich brenne drauf, das zu sehen. Nenn mich Nemesis. Im Morgengrauen des 25. September erhielt das RPD ein so viel zum Lesen. Alles klar. Bitte bleibt dran. Es kann nur besser werden. Ein verzweifelten Anruf, der einen Überfall meldete. Ein als wie ein Herumtreiber zerzauster Mann griff einen Passanten nördlich des Lambs Museum of Art an. Die am Tatort eintreffenden Beamten fanden bei Müllcontainern in der Nähe die verstümmelte Leiche einer Frau. Dutzende Bissspuren überzogen ihren Körper, sie war zerstückelt worden, was nahegelegt war, dass sie gefressen worden war. Klar, da lagen noch Messer und Gabel und ein paar Pappteller daneben, oder? Es war bereits der dritte bekannte Vorfall dieser Art, der sich in diesem Monat in Raccoon City ereignete. Wer also ist der Täter? Wer kaut auf Menschensteak? Ach. Wir vom News Comet haben das nagende Gefühl, dass I see what you did there. Dass die Patienten der sogenannten Kannibalenkrankheit, die das Spencer Memorial seit August kostenlos behandelt, sich nicht mit dem Cafeteria-Essen zufrieden geben. Unsere Reporter haben das Spencer Memorial infiltriert, harte Fragen gestellt und sind mit Horrorgeschichten zurückgekommen, bei dem sich einem der Magen umdreht. Erfahren Sie alles auf der nächsten Seite. Danke, aber nein, danke. Ich hab's jetzt in 20 Sekunden nicht geschafft, sorry. Der Alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Freischaufeln? Stell ich das an? Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigiere dich zum Unterwerk, sobald du bei der Hauptstraße bist. Verstanden. Beeilen wir uns. Ey, weh, ihr Jungs habt keine Klamotten mehr an, wenn ich zurückkomme. Mach das bitte, nachdem wir hier fertig sind. So, jetzt werde ich hier erstmal alles abgrasen, im wahrsten Sinne des Wortes. Schießpulver hier. Ein Schießpulver da. Nicht durch die Nase ziehen. Es war mir eine Lehre beim letzten Mal. So. Komm her. Ich mach das, glaube ich, wie... Ja, ja. Ich weiß schon Bescheid. Danke dir auf jeden Fall, Digga. So. Einmal ein grünes Kraut und einmal eins, was mich voll hielt. Ich glaube, da bin ich erstmal ganz gut ausgestattet, würde ich sagen. Neben meinen sonstigen weiblichen Attributen, versteht sich. So, was haben wir noch hier?
Wenn man, das ist eine Lagerkiste. Ne, das ist keine Lagerkiste, das ist. Da brauche ich irgendwie was dafür. Irgendwie so einen gelben Schlüssel oder whatever. Kräuterhandbuch. Ah ja. Das sagt uns, wie wir das kombinieren können. Ach, hier ist die Kiste. Genau. Sollte ich irgendwas hier lassen? Oder soll ich es mitnehmen? Ich habe wirklich nicht viel Platz. Weißt du was? Ich lasse erstmal alles im Inventar. Speichere hier einmal kurz ab. Beim Slot. Ja, sehr gut. Und hier muss ich wahrscheinlich immer wieder zurück, würde ich sagen. Sieht fast so aus, als könnte ich es starten, wenn ich das Richtige, was auch immer, einlege. Genau, das war meine Vermutung. Bestimmt 4 von Sachen hier in die Ecken oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, hier sind aber auch Aussparungen. Für 3, ja, weiß ich nicht, irgendwie Steinchen, Kristalle, Figürchen, keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Ich habe das Original nie gespielt, by the way. Jetzt kann ich mal hier den Twist verraten. Also wer auch immer mich flamen möchte, dass ich irgendwelche Sachen nicht checke oder, keine Ahnung, das spielerisch vielleicht nicht hundertprozentig mega awesome löse. Der kann mich mal meinen Puppes küssen. So, mein Freund. Oh, warte mal. Das wollte ich. Oh, warte mal. Ich wurde gecockblockt. Excuse moi. Schalte ich den aus oder spare ich Munition? Ich weiß nicht. Was ist besser? Auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, mich jetzt hier mal ein bisschen besser umzugucken, als eventuell noch in der Demo. Damit ich halt so viel Muni wie möglich einfach mitnehmen kann. Ich glaube, das sollte mir im Verlauf des Spiels auf jeden Fall gut tun. So, da können wir leider nicht rein. Warte, was gibt's denn da eigentlich Schönes? Was ist das? Cup Noodles? A free delivery? Oh, da könnte ich eigentlich entspannen. Also, falls mich Carlos nachher sucht, ihr wisst Bescheid, wo ich mich aufhalte. Oh, na, hier haben wir Muni. Sehr gut. Oh, wir haben wieder Freunde. Hallöchen. Knusper, Knusper, Knäusi. Oh, hohoho. Eine ganze Dinnerparty. Oh, wow. Der hat nochmal angesetzt, ja. Nein! Oh, ich wusste es. Ich wusste, dass er noch am Start ist. Also, ich wusste es eigentlich nicht, aber ich habe es mir fast gedacht. Meine Güte. Der hat mich gemeintrickt, Mann. Komm, jetzt leg dich hin. Ist doch gut. Chill mal eine Runde. Ja, ich weiß. Bläh und so. Zombie-Sounds. .mp3. Passt schon. Alles gut. Spar dir das für einen auf, der sich fressen lassen möchte. Ja, ich bin mega gechillt, Alter. Ich habe hier einen Hintern voll Cup-Nudeln, wenn es sein muss. Ach, hier brauchen wir auch so ein Schloss. Das muss ich mir alles merken. Also, Schlüssel, meine ich. Oh! Hier brauchen wir nachher den Bolzenschneider. Oh, ich versuche das alles zu behalten. Das ist halt immer so ein bisschen so eine Schwierigkeit. Und ihr habt mich in der Demo darauf hingewiesen, dass man diese roten Fässer abschießen kann für weitreichenden Flächenschaden. Habe ich natürlich nicht gewusst, weil, woher? Also ich meine, hätte man sich auch denken können, ich gebe es zu. Carlos, ich habe die Hauptstraße erreicht. Und aber jetzt weiß ich Bescheid, dank euch. Das ist das Unterwerk. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von dir. Du meinst die Gasse, die brennt? Vielleicht. Naja, soll ja nicht langweilig werden. Nicht, wenn er aus deinem Schoß kommt, mein Lieber. Okay. Ich weiß, was ich brauche. Und zwar den Schlauch. Das ist jetzt prinzipiell genauso wie die Demo. Aber eventuell noch ein bisschen irgendwie umfänglicher oder sowas. Gut. Schauen wir mal. Oh, warte mal. Die kommen jetzt. Man triggert die Cutscene jetzt. Ich versuche, die mal alle in meine Richtung zu locken. Und warte mal. An der Stelle begegne ich auch Nemesis, oder? War das hier? Die Frage ist, verschwende ich jetzt Muni oder das Fass? Alter, das ist doch Snake Man, oder? Snake Man und seine Freunde. Oh. Here we go again. Den kennen wir schon von Resident Evil 2. Falls sich jemand fragt, das war so ein bisschen mein Running Gag da. Snake Man aus der Polizeistation hat vorm Schokoautomaten auf mich gewartet. Wo bleibst du jetzt mal lieben? Lieben, ja. Kleine Dorfschönheit. Möchte sich hier wieder in den Vordergrund drängen. Jetzt halt doch's Maul da. Hast du übrigens ganz viel von deinem Gesicht verloren. Eventuell bin ich dran schuld. Es tut mir leid. Warte mal, die schleichen sich hier an von der Seite. Vielleicht wäre es auch besser gewesen, Munition zu sparen. Wenn denen der Nüschel nicht in der Luft fliegt, habe ich nämlich mit denen hier immer wieder Spaß. So, warte mal.
Muss mich mal kurz hier umschauen. Ich muss mal kurz hier eine Übersicht reinkriegen. Was war denn hier? Können wir hier noch irgendwo her? Da oben. Da ist eine Leiter? Können wir die irgendwie runterlassen? Wahrscheinlich dann nur von oben, um so einen Shortcut freizulegen. Oh, warte mal, wir können hier rechts, ne? Genau, ich glaube, so war das. Und dann brauchen wir irgendwie schnell den Bolzenschneider oder sowas in der Art. Oh, ich hätte auch auf das Ding schießen können, ne? Ich voll Ei. Zum Glück ist bald Ostern. Oh, warte mal, hier war irgendwas. Bin mir noch nicht sicher, was. Hier waren aber auf jeden Fall auch zwei Zombies. Die snacken sich da hinten gegenseitig. Oh, das ist sehr gut. Ich werde das mal kombinieren, schon allein, um Platz zu sparen. Oh, ich habe nur noch drei. Die sind dahinter, ne? Warte mal, hier ist das Fass. Schön liegen bleiben, Bürschchen. Zum Glück habe ich das gesehen. So, was hast du jetzt hier am Start? Oh, Schießpulver. Wunderbar. Hier ist die Leiter. Großartig. So, da mit dir. Ich weiß, es dauert halt länger, aber so nehmen wir halt auch irgendwie möglichst alle Items mit. Das ist schon wichtig so. Kommen wir her? Da kommen wir her. Hier können wir noch weitergehen. Können wir nicht. Ich habe geschwindelt. Wollte euch nur verarschen. Wollt du mal kurz gucken, ob ihr mitdenkt. Achso, hier war das mit der Kette. Alles klar. Gut. Dann holen wir jetzt da drin aus dem Safe-Raum, glaube ich, hoffe ich, den Bolzenschneider, wenn ich mich recht entsinne. Und, oh, da geht's schon wieder los. Da erhebt sich der Spaß aus seinem Winterschlaf. Ich glaube, hier drin ist alles ruhig. Pistolenmuni. Die werde ich auch noch hier abfrühstücken. Wir haben das schon alleine erledigt. Ich glaube, hier war sonst nichts. Ich weiß nicht genau. Oh, hier ist so eine Sammelfigur. Soll ich die abschießen? Na komm. Ich bin nicht auf der Jagd nach denen. So, just saying. Hier, der Spind ist auch noch mit diesem gleichen Schloss. Ich denke mal, wir brauchen so einen gelben Schlüssel oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht. So. Kräuter. Die, können wir das da kombinieren? Nee, können wir nicht. Aber hier haben wir einen Safe-Raum und eine Kiste. Warte mal, wir haben hier nicht den Bolzenschneider. Der lag hier. Wo ist denn der dann? Oh, nee. Okay, ich kombiniere mal ein bisschen Schießpulver hier. Sollte ich das mitnehmen oder sollte ich das erstmal in der Kiste lagern? Pack das hier erstmal rein. Vielleicht finde ich ja... Ich kriege ja dann nachher noch die Schrotflinte. Dann kann ich vielleicht andere Muni machen. Dann hätte ich mir das vielleicht doch mal durchlesen sollen da. Nee, ich habe einen Zettel für die Kräuter gefunden. Ja, egal. Ich krieg das schon hin. Ich leg das erstmal hier raus. Oder vielleicht noch Muni finden. So, was ist das jetzt hier? Schmuckkästchen. Ah, warte, das können wir untersuchen, ne? Und dann aufmachen? Oder brauchen wir einen Schlüssel? Nee, wir brauchen keinen Schlüssel. Oh, das kommt da rein. In diese Uhr da. Das ist ein falscher Rubin. So gefährlich, dass man ihn irgendwo hineinstecken kann. Ne? Ah. That's what she thought. Das Ding hier, wenn ich das da... Pff, beruhige dich. Wenn ich das da in der U-Bahn brauche, wo auch so eine Kiste liegt, kann ich das ja hier reinlegen. Brauche ich mir damit meine Taschen nicht vollstopfen. So, jetzt kommst du her. Nehme ich das mit? Ist ganz schön viel Zeug in meinem Inventar. Nee, das grüne Kraut, das lege ich mal rein. Kann man nachher immer noch was, wo wir drauf zurückgreifen können. So, das hätte ich das erst machen sollen, bevor ich speichere, aber egal. So, komm her. Tja, das ist jetzt natürlich die Frage, wo der Bolzenschneider ist. Das ist jetzt halt irgendwie auch ein bisschen doof, muss ich sagen. Oh, warte mal. Warte mal, kriegen wir die da hingelockt, oder? Uff. Ich weiß nicht, was das für eine Range hat. Oh, das hat eine ganz schön krasse Range, okay. Alles klar. Ah! Gar nicht so schlecht, mein Freund. Och nee, das ist er. Die sind immer so verdammt hartnäckig. Komm, leg dich wieder hin. Gute Nacht. Was haben wir hier? Schießpulver. Jetzt hätte ich das natürlich kombinieren können. Verdammter Bockmist nochmal. Ja, jetzt muss ich zurück. Ich habe nämlich sehr wenig Munition. Also das gönnen wir uns jetzt noch hier. Das muss er jetzt mal kurz mit mir aushalten. Ja, wie viel haben wir uns schon? Die Resident Evil-Folgen werden übrigens auch ein bisschen länger, ne? Nur, dass er Bescheid weiß. Wisst. Nur, dass er Deutsch lernt. Oh, zack. Und wir sind wieder am Start, Baby. Alles merken, alles einprägen, ganz ruhig. Hier ist die Kette davor. Ja, hier ist die Kette davor. Haben wir noch nicht gefunden. Sind wir doch auf der Suche danach.
Oh, was haben wir hier? Oh, hier geht's noch weiter. Oh. Redstone Pharmacy. Warte, der Typ. Der Typ wird 100% wieder aufstehen. Ich kann mich erinnern. Ja, mein Freund. Nee. Bemühe dich gar nicht erst. Guck mal, alles easy. Oh, was sehe ich da? Bam! Wie geil. Ich liebe das. Dankeschön für die Tipp mit den Fässern. Es ist awesome. Was nicht awesome ist, bist du. Du bist nämlich mächtig hässlich. Komm her, schieß Pulver. Uff. Meine Güte. So aufdringlich. So aufdringlich aber auch. Ich werde jetzt nichts an der verschwenden. Gib mir nämlich auf die Eier. So, hier haben wir nämlich ein grünes Kraut. Sehr schön. Ne, gib das her. Mein kleinen Schrebergarten. Oh, hochwertiges Schießpulver. Von exquisiter Natur sind wir. Flintenmuni. Das ist schon mal sehr gut. So, haben wir hier noch irgendwas? Pistolenmunition. Wunderbar. Okay. Ich kann das erklären. Ich möchte auch nicht drüber reden. Warte mal. Wir sind schon ziemlich verwundet hier gerade. Die humpelt sich hier eins zurecht. Okay. Dann können wir uns mal das grüne Kraut hier einverleiben, würde ich sagen. Das andere... Ah, ich weiß nicht, ob das sinnvoller gewesen wäre. Wir heben es mal noch auf, würde ich sagen. So, was geht hier? Wo kommen wir da hin? Irgendwo rein? Warte mal, da ist... da kriegen wir, glaube ich, die Schrotflinte her. Oder? Ich gehe erstmal da rein. Vielleicht ist da der Bolzenschneider. Irgendwie unwahrscheinlich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das halt genau das Areal ist, wo wir das auch brauchen. Ich weiß nicht, wo sie das hingepackt haben. Ne, alles klar. Der ist chillig. Aber hier um die Ecke kommt jemand. Ja, wusste ich's doch. Hey, na? Mich. Ah, warte mal, hier haben wir den Schlauch. Sehr gut. Ich habe ihn gefunden. Den Schlauch gefunden, Mama. Das Wort she said. Notiz eines U-Bahn-Angestellten. Die Gewalt wird jeden Tag schlimmer. Ich habe mir eine Flinte besorgt, schneide einfach die Kette durch, benutze die Waffe. Sehr schön. Gib mir noch ein kleines Carlos-like Tutorial. So, ich habe das Ding noch nicht. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich hoffe, ich habe das nicht an irgendeinem ziemlich obvious Ort übersehen. Oh, Schießpulver. Jetzt wäre eine Kiste nice. Jetzt wäre eine Kiste richtig fancy, muss ich sagen. Aha. Wisst ihr was? Ich muss doch hier eh nochmal her. Guck mal. Ich habe doch hier noch allerhand schöne Sachen. Handgranate. Das ist halt einfach alles auch zu geil, um liegen zu lassen. Aber hier ist kein Safe Room. Komm sowieso nochmal her. Das war eigentlich... Oh! Autschi! Autschi! Nein. Boah. Dem ist nicht gut Kirschen essen mit dem Mann. So. Ich muss hier nachher sowieso nochmal hinterkommen. Wir gehen das alles entspannt an. Eigentlich kam hier ein Polizist. Wahrscheinlich nur, wenn ich die Schrotflinte aufnehme, oder? Oder spinne ich mir das gerade zurecht? Ja, keine Ahnung. Hier oben ging es rein, aber da war, glaube ich, in der Demo nichts. Jetzt nicht weiter runter. Aber dort haben wir hier noch was. Pistolenmuni. Sehr nice. Okay, wie machen wir das jetzt, Dude? Du kannst rauskommen und dir eine Portion abholen, wenn du willst. Auch gerne mit Nachschlag, wenn du drum bittest. Ja, gib dir Mühe. Ja, sehr gut. Hast du wunderbar gemacht. Mama ist stolz auf dich. Nee, du hast meinen Schuh besudelt, Alter. Ich schick dir die Rechnung von der Wäscherei. Oh. Tagebuch eines Drogeriebesitzers oder des... Des einen Drogeriebesitzers. Derjenige welche? 24. August. Dieses neue Haarwasser von Umbrella verkauft sich wie geschnitten Brot. Das Zeug von denen wirkt immer Wunder. Überrascht mich also nicht. Ich hatte schon damit gerechnet und eine riesige Ladung bestellt. Meine Instinkte haben sich ausgezahlt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin mir sicher, die Verkäufe werden noch anziehen, wenn sich das rumspricht. Gewaltausbrüche machen mir Sorgen. Neue Safe ist perfekt. Niemand kennt die Kombination. Nicht mal meine Frau. Ist ein Geheimnis zwischen mir und meiner wunderschönen Aquakurkönigin. Drogerie. War das unten der Laden? Wait a second. Warte. Ich muss da nochmal runter, oder? Oh, wo geht's denn hier längs?
Oh, Fragezeichen? Oh! Ah, ich bin hier. Verstehe. Wie praktisch. Oder auch nicht praktisch, weil ich jetzt an einer falschen Ecke rausgekommen bin. I'm not too sure. Okay, wo bin ich hier gerade? Oh, warte mal. Ich weiß, wo ich bin. Ja, das ist prinzipiell auch die falsche Ecke. Aber ich kann einfach da vorne zurück. Da war, glaube ich, der Laden. Pharmacy. Müsste ja Drogerie sein, ha? Hier um die Ecke war das. Das ist bestimmt an dem Poster. Ich verstehe. Den haben wir weggescherbelt. Ah, ja. Der steht nicht mehr auf. So, mal schauen. Oh, ich sehe es schon. 937, alles klar, warte mal. 9 nach links, 3 nach rechts, 7 nach links wieder. Ist klar. 937. Okay, was für ein melodramatischer Auftritt. Sehr gut. Ah, warte mal, jetzt hätte ich eigentlich zurückgehen können für die... Für die Kiste, hä? Ach. Hätte ich mein Heilungsdingens loswerden können. Ah, das ist jetzt eine Chance, die ich verpasst. Ne, warte mal. Warte mal, ich kann hier rein. Da ist eine Kiste. Okay, so viel Zeit muss sein. Wir müssen hier so ein bisschen Item Management betreiben. Was ist denn hier hinter eigentlich? Irgendwas noch verpasst? Oh ja, habe ich. Sehr gut. Genau wegen sowas ist das manchmal wichtig. Ich lege jetzt hier nur einmal von den Krautteilen ab, dass ich halt einfach alles mitgehen lassen kann, was nicht nied- und nagelfest ist. So, das kommt hier rein. Sehr, sehr schön. Eigentlich... Wie sieht's denn aus? Wir sind leicht angeschlagen, glaube ich. Das ist so türkis-dunkelgrün, wenn ich ganz gesund bin. Ich kann es ja mal ausprobieren. Oder soll ich das Kraut... Ich heb's mal noch auf. Ich weiß nicht, was kommt. Ich spiele übrigens nur auf Standard. Falls sich das jemand gefragt hat. Aber diejenigen, die das Spiel ein bisschen kennen, die wissen das, glaube ich, sowieso schon. Oder haben das schon gesehen. Wer hat gegrunzt? Wer rülpst mich hier schräg von der Seite voll? Ich bitte euch. Naja, bleibt da alle liegen, ne? Pass auf. Was war das jetzt? 937, ne? Ah, hi! Sorry, dass ich über deine Fresse getrampelt bin. Kommt nicht wieder vor. Doch, vielleicht in 2 Sekunden. So, 937. Yes! So, was haben wir da drin? Nicht der Bolzenschneider? Aber das hätte ich gedacht. Leuchtpunktvisier. Was ist das denn? Warte. Meine Pistole irgendwas, das ist klar. Sehr cool. Ja, Leuchtpunktvisier halt, Sef, ne? Ja, aber ich hab doch ein Fadenkreuz. Oh, warte mal. Das visiert schneller an dann sozusagen und hat dann quasi einen stärkeren Schuss. Ich verstehe. Das Schießpulver können wir jetzt mitgehen lassen. Und ich denke mal, wir sind dann hier auch fertig. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt mal zurück und werde da diesen Gang löschen. Mit dem Hydranten und dem Schlauch, den ich gefunden habe. Vielleicht kommen wir da weiter. Ich weiß halt jetzt gerade nicht wie sonst. Die bleiben hier gerade liegen. Noch haben wir Ruhe vom Nemesis. Das ist scheinbar ein bisschen anders aufgebaut, diese ganze Sequenz hier in dem Areal. Während sie... Vielleicht habe ich auch den Bolzensteinerbus irgendwo übersehen. Oder aber er kommt hier noch. So, Moment mal. Ja, ist doch gut. Komm her. Bitte nicht, ich habe Angst. Ich bin noch nicht fertig. Wehe, der robbt mich jetzt von meiner Schrotflinte. Nee, er kommt nicht. Nice. Den Strom im Unterwerk wieder anschalten. Ich bin dabei. Chill doch mal. Oh, da haben wir ihn. Sehr gut, liebe Leute. Wir sind jetzt eine Dreiviertelstunde hier im Game. Ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt. Wenn ihr das macht, wenn ihr alle den Like-Button wegschabelt, dann kommt heute noch die zweite Folge. Machen wir es so. Alles klar. Seid ihr gespannt? Ich bin auf jeden Fall super gehypt. Es macht irre Spaß. Wir kommen sehr gut voran. Wir kommen gut durch. Ich bin sehr entzückt. Ja. Schreibt mir eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Schreibt mir rein, ob ihr das Spiel schon habt. Habt ihr schon gespielt? Seid ihr vielleicht sogar schon durch, ihr Turbo-Nerds? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn ihr Bock habt heute, lasst ein Like da und wir sehen uns. Bis dann und ciao.